Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 917. Wir sind WSG Gruppe B. Und ja, die nächste 6-Mann-Gruppe. Die nächsten paar Spieler, die da mit dabei sind. Allerdings, die Gruppe ist nicht ganz so spannend. Die Gruppe ist ein bisschen einseitiger, denn es gibt zwei ziemlich klare Favoriten. Einen davon haben wir hier in Rot. Es ist der deutsche Zirk, der zweite deutsche Teilnehmer an dem Turnier, Lambo. Und der spielt hier ein ZVP, der spielt gegen einen Protoss hier in Blau. Der ist aus Singapur, ist auch nicht ganz so bekannt. Es ist Lobo. Und der ist mit Abstand der stärkste Spieler aus Singapur. Singapurianisch, gibt's das? Ist das ein Wort? Ich bin mir nicht sicher. Denn, ja, er ist, also nach Aligulak Rating ist er doppelt, hat er das doppelte Rating vom Zweitplatzierten in etwa. Also wirklich brachialer Abstand zwischen den. Und er hat sich dadurch den Southeast Asia Qualifier durchgekämpft, um sich für das Ding zu qualifizieren. Allerdings da nur im vierten Platz, also im Halbfinale, im dritten, vierten Platz. Konnte das Ding nicht gewinnen. Ja, er spielt auch schon ziemlich lange, ist seit Wings of Liberty unterwegs. Wie alt er ist, bin ich mir nicht ganz sicher, weil kein Geburtsdatum angegeben ist. Das ist die einzige Referenz, die ich finden konnte, ist, dass er mal 19 war, aber das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Also das, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, wie jung der Herr hier ist. Aber er spielt auf jeden Fall schon seit Ende Wings of Liberty, also hat auch schon ein paar Jährchen. Und er ist beim Team Vicious Killers, das ist ein Team in Vietnam und Singapur. Hat auch ein paar Koreaner mit dabei. Wobei da Lobo lustigerweise als inaktiv momentan eingetragen ist. Aber ja, er war auf der WSG mit dabei in der Gruppe B. Die restlichen Spieler dieser Gruppe sind übrigens Mana, Solier, Strike und Replicant. Und wie gesagt, das sind mit Mana und Lambo die klaren Favoriten am Start. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Upsets. Das kann immer mal vorkommen. Und natürlich auch, es können auch gelegentlich Maps abgegeben werden. Das kann auch schon mal passieren. StarCraft ist, kann da manchmal gefährlich sein. Es gibt ein gewisses Skill-Level, ab dem man 100% der Spiele quasi gegen einen Gegner gewinnt. Aber es ist jetzt hier nicht so, die Kluft zwischen Lambo und Lobo ist nicht so groß. Natürlich, Lambo hat viel mehr Erfahrung, hat auf jeden Fall das bessere Rating mehr erreicht, auf mehr Bühnen gespielt als Lobo hier. Aber davon soll man sich nicht unterkriegen lassen. Ich meine, es geht um viel Geld in der WSG. Es geht um insgesamt, was sind es, 250.000 US-Dollar? Oder sogar mehr? Gesamtpreispool sind, glaube ich, um die 250.000 müssen das sein. Für den ersten Platz gibt es aber eine richtig, richtig dicke Summe. Da gehen nicht 150.000, gehen allein an den Erstplatzierten. Also der Rest geht ein bisschen leer aus, aber ja, wenn man hier eine gute Performance abgeben kann, ist es doch auch was wert. Wir sehen hier ein bisschen Adept. Scouting Harassment macht er nicht wirklich. Und wir sahen eine Robo plus Twilight Council. Und da kommt auch schon direkt das Warpulse mit dazu. Also Lobo wird da ziemlich schnell aktiv werden. Lambo schickt noch ein paar Linge raus, geht selber auf den Roachhorn und einen Leertag. Hat ansonsten seine dritte Basis ready. Kann aber da gerade noch nicht so ganz meinen, weil die Doppel-Adepts gerade hier reinlaufen. Die Queen läuft einfach an allen vorbei. Die Defense ist nicht wirklich da. Das kann gefährlich werden für Lambo. Die Adepts könnt ihr durchaus ein paar Kills machen. Jetzt sind die Linge mit dabei. Kriegen hier einen schönen Surround. Und ja, der Surround finisht die Adepts ziemlich schnell. Und da hat Lobo dann am Ende nicht wirklich Schaden gemacht. Er hat eine einzige Drone erwischt. Und Lambo rennt sofort mit den Lingen rüber. Kann ja natürlich auch um die Basis des Protoss aufteilen, damit er hier schön jeden Weg aus der Protoss-Basis scouten kann. Ja, dessen das Warprism hier. Es chillt gerade noch in der eigenen Basis. Es wird einen Immortal Drop geben, tatsächlich. Immortal Drop mit Charge. Und hier kommen die Gateways mit dazu. Also da wird dann ordentlich Druck gemacht. Charge mit dabei, Immortal mit dabei und dann kann es eigentlich auch losgehen. Warpgate ist ready. Es gibt hier aber noch einen zweiten Immortal mit dazu, tatsächlich der Doppel-Immortal-Push. Kommt damit ran, wenn das in die ersten paar Warpens kommen natürlich. Man sieht eben 5 weitere Gateways hier. Und es sind hier schon momentan 3 Gateways online, also ein 8 Gator. Man sieht auch kein weiteres Gas genommen, 33 Probes. Das ist ein All-In, den Lobo hier spielt. Und Lambo muss das Ding verteidigen. Der baut auch schon Roaches, der hat Roaches mit Wales. Er hat hier die ganzen Linge natürlich. Er sieht, da kommt keine dritte Basis. Da ist momentan nicht der Plan vom Bruder, sogar eine dritte Basis zu nehmen. Passalets laufen hier raus, können die Linge aber auch clearen tatsächlich. Der Salad wird hier schön am Leben gehalten. Gutes Micro von Lobo, hat das gut erkannt und die Einheit rechtzeitig zurückgezogen. Man sieht auch hier, da wird die Wall dicht gemacht, die Sentry bleibt noch zu Hause für Notfall Force Field, falls ein Lingron bei Contra-Run bei kommt. Und jetzt mit dem Warprism und den 8 Gates und Charge geht's rüber. Immortal Charge mit Warprism. Und Lambo, er hat die Roaches, aber natürlich Immortals, Contra-Roaches ziemlich übel. Die Linge hier werden auch aufgesäbelt, es sind kaum noch Linge
hier vorhanden. Lambos Army Supply ist aber trotzdem massiv am Anwachsen. Er ist momentan bei 17 Roaches, er baut 7 mehr. Sein Supply wird hier stetig ansteigen und da kommt der erste Warp-In von Lobo. Es ist alles eine Frage der Fight-Position. Lambo will am liebsten on-Creep fighten und in der Stelle, wo seine Roaches nicht komplett von den Salads surrounded werden können oder eben einem großen Klumpen fighten können. Und ja, das ist bisher ein sehr, sehr guter Fight für Lambo. Man sieht, er kann kiten, kann sie jetzt nach hinten reinkiten. Seine Naht und ein paar Roaches werden hier dabei erwischt. Die Mortis machen doch guten Damage, die Salads pushen zwar weit ran, aber man sieht hier, die Roaches stehen jetzt einfach wie ein Block und kotzen die Salads einen nach dem anderen aus. Aber neue Warp-In kommt. Lobos nächste wenn Einheiten kommt ran. Lambos Roaches werden ein bisschen weniger. Die Mortis teilen ordentlich hier keinen aus. Die Mortis sind als Damage-Deal immer noch am Leben. Und die muss man auch am Leben halten. Die sind mega wichtig. Und die Drones werden gepult tatsächlich. Lambo hat 41 Drones und zieht jetzt hier auch mit rein. Salads sind jetzt hier geklärt, aber das Hauptwissen lebt noch. Und damit kann man die Mortis safen. Somit haben wir jetzt hier ja nicht wirklich tote Drones gehabt. Es war am Anfang eine tote, es sind jetzt 4 tote Drones. Das ist so viel, hat sich da nicht getan. Aber der Protoss hat eben immer noch die Mortis und muss eben darauf aufpassen, dass er sie hier nicht verliert. Aber man sieht, Lambo fühlt sich sicher. Er droned bereits ordentlich nach. Er weiß natürlich, der Protoss hat hier alles dicht gemacht. Und Linge scout nochmal rüber und sehen dann auch keine dritte Basis. Lambo weiß, dass es weiter auf einem All-In läuft. Hat jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gedroned? Die Salads pushen ran, die Mortis sind nicht mit dabei und die Roaches kriegen ja wieder ein Problem. Die Dinge kommen jetzt eventuell von der Rückseite und Lambo muss immer noch vorsichtig sein. Er hat natürlich mit den Drones zusätzlich ein bisschen sein Army Supply von alles. Er versucht die Mortis zu snipen und er kriegt den ersten, er kriegt den zweiten und damit ist das Ding gegessen. Wenn man die Mortis erwischt, dann hat sich das mit diesem Push auch erledigt. Da war keine Transition geplant von Lobo. Man sieht, er hat ein bisschen Overmints gehabt, aber ja, Charge Salads. Man muss halt das Timing gut treffen und eine gute Fight-Position kriegen. Und das war für Lobo jetzt nicht ganz so drin. Somit geht Lambo 1 in Führung. Wir gehen in die zweite Map. Weiter geht's hier auf Kairos Junction. Wir haben Hedge Gas Pool gegen Gateway Expansion. Also keine der beiden. Mit hier irgendein Cheesy Opener. Kein Cannon Rush. Lobo spielt das straight up. Will hier doch zumindest mal auf eine zweite Basis gehen. Es gibt kein One-Base All-In. Kein One-Base Cheese. Kein Proxy, sondern eine Expansion wird schon mal gespielt. Natürlich Two-Base-Pushes kann man dann immer noch spielen. Davon gibt es eine große Reihe, die man rausholen könnte. Aber die alle nicht mehr so gut sind tatsächlich. Die Zeit der wirklich heftig krassen Two-Base-Pushes ist es nicht mehr so ganz. Das war werden Zeiten, da war Two-Base auf jeden Fall üblicher für einen Protoss. Das war aber auch noch zu Zeiten der alten Economy. Da hat die Economy einfach auch länger gehalten, weil so ist es jetzt, wenn der Protoss sich dazu entscheidet, im aktuellen Metagame einen Two-Base-Push zu spielen, einen Two-Base All-In zu spielen, dann gehen irgendwann hier die Mineralienfelder ziemlich bald weg. In der Main-Base und auch in der Natural halten die nicht ewig. Und das heißt, man verliert ziemlich schnell das zusätzliche Mineral-Income. Und das schwächt natürlich die ganzen All-In ab, den ganzen Push ab. Währenddessen, wenn der Gegner eine dritte Basis hat, hat er eben diese Zusatzminerals. Und das wirkt sich wirklich aus. Und das hat eben die Two-Base All-Ins und Two-Base-Pushes ziemlich geschwächt. Also sie sind am Anfang, wenn sie ihr Timing treffen, sind sie immer noch gut. Aber sobald der Gegner das erste Timing irgendwie überlebt und nicht komplett mega weit hinten ist, ab da kann man sich dann wieder rankämpfen. Also ist die Two-Base All-Ins ein bisschen riskier geworden mit der Economy-Änderung damals zu Legacy of the Void. So, wir hatten jetzt hier technisch einen Twilight Council und dann die Robo. Das könnte also ein Darkschwein und ein DT Archon Drop werden. Oder dass er erforscht jetzt hier ein Upgrade und drückt wieder durch. Kann auch durchaus passieren. Bisher kein weiteres Gebäude gespielt, sondern es gibt ein weiteres Gateway, um die Wall dicht zu machen. Und es wird hier weiter gemeint. Und es gibt Charge. Charge Chrono Boost drauf. Also da wird doch wieder weiter Action betrieben. Es wird aber auch weiter noch Gas gesammelt, gerade für Lobo. Wie man sieht, die Mainbase mit insgesamt 6 Probes in dem Gas kassieren. Wir sehen hier aber weitere Gateways kommen. Währenddessen ein Lambo mit Leertech und Roach Warren unterwegs. Er hat seine dritte Basis hier im Bau. Worker Count wird der Circuit jetzt eben davonziehen, dank Drone-Mechanik. Im Early Game ist man ein bisschen schwächer und dann je weiter das Richtung Mid- und Late Game geht, desto krasser kann man seinen Worker Count aufstocken als Circuit. Währenddessen der Overlord wollte ein bisschen scouten, kommt aber nicht wirklich werden. Er wird hier auch noch weiter beschossen. Lambo war da ja nicht ganz auf dem Highground, verliert da sehr viele Hitpoints. Das heißt, weiter scouten mit diesem Overlord wird ziemlich, ziemlich schwierig. Da kommt das Warp Prism, aber es wird nach wie vor weiter Gas gesammelt. 300 Gas sind auf der Bank. Charge ist aber bald durch. Es sind aber auch nicht so viele Gateways. Also das ist momentan mit einem 4-Gator. Und da kommt ein sehr spät nachgezogenes Darkschwein. Charge Salads Archon? Also das ist mir gerade so nicht ganz geläufig in der Kombi. Es gibt auch ein zweites Warp Prism. Also okay, auf jeden Fall kommt hier Pressure von Lobo. Er will hier wieder der Akteur werden in diesem Match. Und Lambo muss drauf hergehen. Baut bereits die ersten Roaches. Charge ist allerdings eben jetzt durch. Oh, der eine Salad wurde gecancelt. Kein weiteres Salad im Warp Prism.
wenn das in der Overlord lebt, auch noch. Und es wird auch in der Natural weiteres Gas genommen. Okay, also das wird kein Two-Base All-In. Das wird einfach hier weitergespielt. Da sieht man auch, die Probe fährt ran für eine dritte Basis. Der Stalker kümmert sich nochmal um den Overlord mit dem zweiten Warpism, das da ist. Und hier drüben gibt es einfach die Salad Warpins. Jetzt versuchen so viel wie möglich anzurichten. Wir wollen hier reinchargen, es sind Roaches aber da. Und da kann Lobo eigentlich nicht viel anrichten. Er kann versuchen zu traden. Er kann natürlich die Salads safen mit den Warpism, aber nicht alle. Er hat einfach zu viele dafür. Er müsste jetzt schön Micron, die Salads teilweise auf Micron ausladen und dann wieder einladen und hin und her. Er versucht das auch, zumindest gegen die Linge den Fight zu gewinnen. Die Queen auch ein bisschen out of position, wenn das zweite Warpism geht gerade in die Main Base. Also da wird es jetzt hier mehr Action geben. Der Darkschwein ist allerdings noch nicht ganz fertig und Labo klebt auch schon mitten im Overseer da drin. Also ist absolut vorbereitet auf den ganzen Spaß. Wobei das Warpism findet jetzt hier gerade ein bisschen einen toten Winkel. Ah, Lambo, er hat das, glaube ich, nicht gesehen. Wenn das hier drüben sind, immer noch Salads. Den schlägt sich hier gerade Lambo rum, aber das wird geklärt. Und ja, hier, oh, das ist so unglücklich. Das ist so unglücklich für Lobo, dass der Overseer gerade hier in dieser Basis rumhängt immer noch. Aber, oh, Lambo! Er hat es ein bisschen verballert gerade. Die Ablenkung mit Doppel-Warpism ist auf jeden Fall gegeben. Und die Roaches jagen jetzt hier die DTs. Es sind aber nicht wirklich die Jones fokussiert, weil man sieht, der DT läuft einfach stumpf den Roaches hinterher. Somit passiert hier nicht viel Schaden, weil der DTs gehen down. Wir haben insgesamt zwei tote Drones, ein paar tote Sorgeinheiten, aber der Protoss hat mehr verloren. Hat aber auch eine dritte Basis und 45 Worker. Also Lambo, seine Economy war in dieser Zeit nicht mega krass. Trotzdem, er hat das gut defended. Warpism lebt natürlich noch. Die Queen dauert, braucht lange, bis sie das Ding hier tot kriegt und das kann easy hier evakuieren. Das heißt, die beiden Warpism können später noch immer eine Gefahr werden. Das sind die konstante Warpin-Punkte, die verwendet werden können. Und mal sehen, kann Lobo das hier rumreißen. Er ist mit Supply abgeschlagen, klar, aber er hat eben die drei Basen. Er baut den Hard-Counter für Roaches, nämlich Immortals. Und davon auch hat er gleich den dritten mit auf dem Feld. Es kommen weitere Gateways. Es ist eine Forge mit am Start, da kommt auch plus 1. Also da kommt jetzt hier die ganz normale Protoss-Ground-Army, wie man sie kennt. Sentries sind momentan nur eine einzige für Hallucination-Scouts. Und ja, Linge schauen sie die Sache im Anwerden, die dritte Basis sehen. Weil Lambo weiß, glaube ich, bisher nichts davon. Ne, er weiß noch nicht von der dritten. Er kann sich's denken, weil eben kein All-In kam. Ja, und er sieht jetzt das Ding auch ohne. Der wird hier den Probe kriegen oder zwei. Die erste kriegt er, die zweite wird... No, zweite knapp, aber sie lebt noch. 5 Hitpoints, ja. Da war der eine letzte Attack, hat gefehlt. Die Probe hatte Angst. Die kam ins Schwitzen. Wobei, eine Probe ist mechanisch. Die kann gar nicht schwitzen. Aber sie könnte vielleicht Öl schwitzen, wenn es irgendeine Funktion dafür gibt. Oder irgendeinen technischen Hintergrund. Aber ansonsten, das Ding hatte eigentlich keine Angstgefühle in der Probe. Als robotische Einheit. Eine der Einheiten von Protoss, die komplett mechanisch sind, die keine Lebewesen mit beinhalten, wie zum Beispiel auch der Koloss. Der Koloss ist auch rein mechanisch, genauso wie der Observer. Und wir sehen hier schön Contamination auf die Robo. Weniger Immortal-Produktion, bitte, dankeschön. Lambo will nämlich angreifen mit 49 Roaches gegen 3 Immortals seines Gegners. Lambo steht hier mit dem fast Maxed Out Zerg Supply, aber es ist eine Roach-Only-Army und Forcefields sind gut. Es sind keine Rapid-Shift für Lambo da. Und damit kann ich hier nichts gegen die Forcefields machen. Die Sentries, die haben noch ein bisschen Energie, nicht ganz so viel. Trotzdem, der Fight für Lambo muss auf jeden Fall vorsichtig genommen werden. Denn die Roaches, wie gesagt, die haben hier einen Hautcounter gegen sich. Die drei Immos hauen ordentlich durch. Und man sieht sie auf Charge Standards blocken die Roaches. Die Immortals machen aus der zweiten Reihe Damage. Jetzt ist ein vierter Mortal mit dabei. Fünfter Mortal kommt. Archons kommen mit dazu. Das ist gefährlich für Lambo. Aber versucht jetzt hier nochmal zu pushen. Forcefields kommen, sind aber ein bisschen lückenhaft. Aber es sollten reichen. Die Forcefield-Lücke ist nicht so groß. Es sind nicht so viele Roaches hier. Die Stalker werden angekotzt. Die Sentries werden gejagt. Protoss zieht sie nochmal zurück. Aber der Stalk will jetzt hier rein tatsächlich in die Natu. Hat wenn das in die zweite Roach-Army. Und Lambo will jetzt hier so viel Schaden wie möglich machen. Da kommen hier die Salads von Lobo mit dazu. Die blocken erstmal die Roaches hier. Die Immortals knallen immer noch weiter durch. Die Probes sind auf der Flucht. Bisher ist noch nicht viel worker-technisch gestorben. Die Roaches jagen weiter hoch auf den Highground. Die Protoss-Army will sich das splitten. Ja, sie läuft tatsächlich komplett in die Natu. Protoss-Army will einfach nur mit diesen Roaches fertig werden. Wenn das in die restlichen Roaches gehen, runter an die dritte Basis. Wenn das ist hier ein Archon in the Main Base. Gegen die Queen, gegen die Roaches. Hier drüben, Alex, weitere Salads an der dritten mit DTs tatsächlich. Also, Robo macht, wenn das auch Action fehlt. Aber auch hier natürlich die gesamten Probes. Ah, nicht ganz. Ein paar Probes kommen weg. Ein paar viele Probes sogar. 26 Probes ist an der NATO. Wenn das hier, die Protoss-Army wird gerecallt an die dritte, um das sofort defenden zu können. Pupp, da ist die Immortal-Army da. Und diese Roaches können hier nicht weiter fighten. Es sind zwischen 5 Immortals. Das ist viel zu viel Feuerpower. Salads kommen auch mit dazu. Und das heißt, Lobo verteidigt seine Basen. Mit dessen Lambo, wie viel hat er hier verloren? Er kriegt das auch alles Stück für Stück geklärt. Aber wir sind bei 39 zu 61 Workern. Trotzdem, die Roach Army hat Probleme gegen die Immos. Es ist zwar quasi eine reine Immortal Army, aber die hat eben Feuerpower. Nochmal Contaminate auf die Robo. Und Lobo hat seine Basen noch. Also er kann die Nexus einfach wieder besetzen mit den Probes, auch wenn er nicht mehr so viele Probes hat.
Er warpt jetzt nochmal 4 Sentries rein. Lambo 150 Supply, 150 Roach Supply, muss man dazu sagen. Da ist kein weiterer Attack, das ist Roach only. Und man sieht es hier, das schmilzt gegen Immortals. Das ist... Lambo. Ja, da hat die Roaches leiden. Die Roaches leiden ziemlich hart. Robo hat momentan noch mehr Resources lost, aber wenn es zum direkten Engagement kommt, haben diese... Oh, nochmal hier ein paar Roaches laufen quer. Na, Lambo wollte unbedingt einen Run-By starten, hat aber die Roaches weit abgespielt. Wieder gibt es Harassment Warp-Ins, weil die Warp-Bissen sind noch immer aktiv. Einmal in der Main-Base, der die T-Sabelt, einmal in der Natural sind Salads und die T's und einmal in der dritten Basis sind Salads und die Rest-Army jetzt mit dabei. Und Lambo kriegt jetzt hier Probleme. Seine Roaches sind hier, tun aber nichts. Seine Overseers sind auch nicht dagegen, weil es ist ein Overseer. Die anderen beiden chillen gerade hier in der Main-Base und das bringt Lambo überhaupt nichts. Da kommen die Force-Fields, spannen die Roaches von der dritten weg, die Drones werden rausgenommen. Es geht auf die Sentries, auf die Mortals ab. Die Mortals stehen und ballern einfach alles aus dem Leben, was der Zerg hat. Und Lambo droppt die mehr im Supply. Er war mal fast next und jetzt droppt die hier runter auf 115. Der Protoss nähert sich daran, das sind immer noch die ganzen Immortals gegen die Roach Army und das ist eben das große Problem. Es sind auch Warpels noch mit dabei, Guardian Shield wird nochmal gezündet, die Roaches tun jetzt einfach nur diese Immortals tot zu kriegen. Es sind noch drei allerdings übrig und da hat Lambo gehen einfach die Roaches aus. Er hat jetzt hier die Roaches rangebracht an die dritte, macht hier den Damage. Es sind noch 29 Drones zu 40 Probes. Also momentan Lobo ist hier in einer guten Ausgangslage. Er hat noch immer die Immortals als Konterwaffe gegen die Roaches. Lambo hat nur noch zwei Basen, wollte gerade eine vierte nehmen, aber da kann er lange nicht meinen davon. Und der Protoss Army marschiert weiter nach vorne. Sentry Snacks quasi out of energy, trotzdem Charge Salads plus 3 Immortals. Ist halt immer noch gefährlich viel DPS gegen Roaches. Jetzt ist mal ein Ravager mit drin, aber das bringt auch nichts mehr, wenn die Sentries keine Vorsitz mehr setzen. Stattdessen einfach die Immortals von das alleine regeln. Das Warpress Miss noch mit dabei ist, nicht wirklich Queens mit am Start. Lambo zieht die Drones, er hat die Roaches nochmal in der dritten, aber das reicht halt nicht, weil seine eigene Economy gerade komplett wegstirbt. Und das Warpress Micro sitzt, die Immortals bleiben weiter am Leben, hauen den Schaden raus, Salad Reinforcement kommt. Die Drones sind hier nochmal auf Hold Position, die Immortals zu stoppen. Aber trotzdem, der Lambo-Roach-Ball wird kleiner und kleiner, kitet nochmal gegen die Salads. Die Drones waren es immer rausgeschossen, 12 Worker zu 40. Das Ding wird der Ausgleich hier für Lobo. Da war Lambo ein bisschen übermütig mit seiner Roach-Strategie und ja, der Hard-Counter Immortal hat sich gezeigt. Und zudem auch richtig nice Aktion, muss man Lobo lassen. Die Doppel-Warprism haben Lambo schwer beschäftigt. Der hat angegriffen und auf einmal kamen da überall Salads und DTs her. Und ja, das hat ihm Probleme bereitet in der Defense und somit Lambo gibt eine Map an Lobo. Wir sind hier noch nicht durch, es gibt eine Map Nummer 3. So, und wir haben wieder die gleichen Openings hier auf Cyber Forest. Man sieht die Hedge First, man sieht das Vespingas, den Extraktor und den Spawning Pool. Und beim Protoss gab es ein Gateway Nexus Core Reihenfolge mit natürlich dem Gas dazwischen und dem zweiten. Also ganz normale Gateway Expansion gegen Hedge Gas Pool. Und ja, hier die Probe wartet einfach, was kommt da? Kommt beim Zerg irgendwas Interessantes? Es werden 4 Linge mal gebaut. Aber das ist wie gesagt ganz normales Opening in diesem Matchup. Keiner der beiden macht irgendwas Ungewöhnliches. Mal sehen, ob Lambo dieses Mal ein bisschen vorsichtiger spielt, weil ich glaube, er hat sich da ein bisschen, bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt in der zweiten Map und hat dafür entsprechend eine Klatsche kassiert. Weil für Lobo war das Opening eigentlich gar nicht so gut. Sein Salad Charge mit die T-Open hat eigentlich wirklich nichts erreicht. Aber Lambo war dann zu krass auf den Roaches, steckt er auf den Roaches dann irgendwo auch fest. Und er hat schöne Moves ausgepackt mit den Overseers, die Robo geblockt haben mit dem Contaminate. Aber das Problem war einfach, die Mortals waren irgendwann trotzdem da. Und dann saß Lambo immer noch auf einer Roach Army und hat dann gemerkt, irgendwie ist das nicht so geil. Somit erstmal zweite Basis läuft an. Wir sehen Robo first, nein, Twilight first und dann Robo. Und Lambo sieht das auch alles. Overlord fliegt hier komplett drüber. Also Lambo hat den Scout gar kein Problem. Der Overlord wird das nicht überleben. Der Stalker ist mit dabei, aber der Overlord hat bereits alles Wichtige gesehen. Er will es einfach nur noch so lange im Leben zu gucken. Drückt der Protoss eventuell hier ein Upgrade an. Darauf möchte Lambo noch warten, bis es da so lange lebt. Ein Overlord noch ein bisschen. Am Ende wird er doch fallen. Und somit, der Scout ist tot. Lambo ist Supply blocked. Baut gerade aber nochmal Overlords und die Robo wird gleich fertig. Es ist noch kein Upgrade unterwegs, aber auch noch kein Dark Shrine. Also macht Lobo das gleiche wie in der ersten Map, ein späteres Charge, also nicht direkt Charge, sondern ein bisschen verzögertes Charge und dann Dark Shrine mit dazu? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was er vorhat. Da kommt das Warprism. Es ist noch immer kein Dark Shrine mit dabei. Es ist noch immer ein Twilight ohne irgendwas. Das ist seltsam, was Lobo hier betreibt. Also kenne ich so, wie gesagt, nicht. Okay, es kommt wieder der verspätete Dark Shrine. Weil normalerweise fängt man den ja früher an, weil der doch eine ganze Zeit lang baut mit 70 Sekunden, dass man das Warprism dann auf dem Feld hat und quasi dann schön die Combo ready hat, um die DTs rein zu warpen und daraus macht dann meistens einen Archon für einen Archon Drop. Und Lobo spielt das irgendwie anders. Setzt da weniger Prio irgendwie auf den Dark Shrine, setzt ihn einfach später. Mal sehen,
wie das hier läuft. Natürlich dadurch ist es ein bisschen verschobenes Timing, das kann ungewöhnlich sein, wenn man darauf nicht eingestellt ist. Wobei man auch sagen muss, eben der gute Herr ist aus Singapur und wird vermutlich auch eher Richtung chinesische Server trenden und die haben, glaube ich, auch einfach mal gelegentlich ein anderes Metagame. Weil die sind doch sehr isoliert. Die spielen StarCraft dann einfach ein bisschen für sich selbst. Ja, wir haben jetzt hier einfach zwei Salads. Zwei einsame Salads. Man sieht doch schon, Overseer ist mit dabei. Lambo weiß von wegen. Du hast eine Twilight und kein Upgrade erforscht. Da muss ja fast ein Darkshine mit rankommen. Oder vielleicht ein normales Templar-Archive. Ja, das ist auch, wäre auch ungewöhnlich. Daher hat man zur Vorsicht einfach den Overseer mit dabei. Madison ist hier das zweite Warp. Das ist wieder das Doppel-Warpless mit eingesetzt. Darkshine ist ready. Also das läuft jetzt so wie in Map Nummer 2. Mal sehen, ob Lambo das dieses Mal soweit gut abhält. Er hat auch das zweite Warpless gefunden und gesehen. Und jetzt kommen hier die DTs und da kommen die Archons. Die Salads helfen jetzt natürlich recht wenig, weil das Warpless hat nur begrenzt Platz. Ich kann entweder zwei Archons mitnehmen oder einen Archon und zwei Salads. Und tatsächlich, da geht es jetzt nach vorne. Der Link trotzdem scoutet das frühzeitig. Und Lambos Roaches sind hier, währenddessen der Mainbase das Warpless macht sich noch nicht bewegt. Da steht noch in seiner Ecke, wo gerade die Evox hier am Dancen, abdancen sind. Und ja, hier geht's auf das Warpless, aber die Queen wird gesniped von den Archons. Die Archons machen einen guten Job, die Roaches sind nicht so zahlreich. Lambo kriegt doch ein bisschen Probleme. Man sieht, die Roaches werden nach und nach tot gelasert. Die Archons sind zwar low, aber sie ballern den Damage raus. Und jetzt tatsächlich wird eingeladen, ein paar Roaches gehen down, ein paar andere sind low. Und hier drüben geht's weiter in der Mainbase mit den nächsten DTs einfach mitten rein. Detection ist mit dran, aber es sind nicht so viele Roaches. Die DTs, man sieht es, der Sable-Damage ist ordentlich. Die Queen, oh, die hätte gesniped werden können. Jetzt hätte Lobo da weiter drauf gehalten, die Queen hätte bekommen. Aber er wollte dann doch lieber evakuieren. Kann natürlich auch Staros zwei Archons machen, einen vierten DT reinwarpen und alles fusionieren lassen. Wenn das in der Archon-Drop ist noch unterwegs, Observer ist mit dabei, um den Creep-Spread zu clearen. Archons haben wir ein bisschen Schilde aufgeladen, aber noch nicht so krass. Da gibt es auch die Aktion, ja, Doppel-Archon-Drop. Doppel-Doppel-Archon-Drop, oder? Weil es sind ja eigentlich jetzt vier Archons, also zweimal zwei Archons, der Doppel-Doppel-Archon-Drop. Und hier drüben gibt es plus 1 Chrono-Booster, zwei Basen noch immer beim Protoss. Und Lobo hat 44 Worker, baut 4 neue Gateways und ja, damit wird's losgehen. Die Archons dann als Unterstützung und als Reinforcement-Punkt und auch zu vier Archons als Drop ist halt auch schon eine Hausnummer. Das tut weh, aber oh, da geht ein Archon down. Das ist ein Verlust, den will man nicht haben. Die Dinge sind teuer. Und Lambo scoutet ja auch die ganze Zeit. Er hat den Overseer, er hat auch Contaminate so ziemlich. Ja, ein bisschen muss er das Ding noch am Leben halten. Dann könnte er nicht die Forge blocken. Ne, das reicht nicht vom Timing her. Aber er könnte die Robo blockieren, wenn da nochmal was gebaut wird. Aber ich denke, Lobo wird hier bald rausmoven. Die Archons versuchen ihn aber weiter zu sein. Wieder ging hier ein Archon down. Weitere Archon ist hier gestorben. Der Overseer lebt noch immer. Hat jetzt auch die Energie für Contaminate. Könnte er so entweder eins der Gebäude bekotzen oder mal gucken, was er vorhat. Ob er überhaupt das macht. Wenn das in die Arme hier vom Brodos hat sich versammelt eine Natu und jetzt wird rausgemoved. Das sind zwei Warpressen und es sind zwei Archons nochmal mit dabei. Es waren ursprünglich mal vier, es sind jetzt nur noch zwei. Und Lambo muss jetzt hier einfach das aufhalten. Er hat dieses Mal Ravager mehr dabei. Also er ist dieses Mal nicht so hardcore. Wir spielen einfach Roaches only, wird schon funktionieren. Und er sieht diese Army auch jetzt mit dem Overseer. Da sind Sentries mit drin, da kommen mehr Sentries, da kommen Zealots in rauen Mengen. Wir haben plus zwei aber noch unterwegs in dem Brodos tatsächlich. Aber es ist kein Charge mit dabei. Hat Lobo Charge vergessen? Ich glaube, Lobo hat Charge vergessen. Ja, mit so vielen Salads ohne Charge, die Zeit und die Ressourcen hat er locker gehabt, um Charge mitzunehmen. Charge ist 100-100 und braucht mit Chrono Booster richtig lange. Die Warpressens nerven noch immer ein bisschen, aber Lambos Army wächst und wächst. Und Lobo will doch eine dritte Basis nehmen. Und das eine sehr späte dritte. Und Lambo scoutet das auch, dass die hier kommen soll. Wobei, das könnte ja nur noch nach wie vor nur ein Fake sein. Der Changing steht jetzt auch hier und blockt. Also falls Lobo im Autopilot den Nexus bauen will, das wird nichts, weil der Changeling hier einfach doof rumsteht. Und ja, wir haben jetzt hier plus zwei unterwegs, aber die Army rückt aus. Und wie gesagt, das sind Zealots ohne Charge. Die Warprisms sind mit dabei, die zwei Archons kommen auch mit dazu. Aber Lambo hat plus eins auch mit drauf, hat Roaches, Ravager, er hat den Max-Out. 52 Roaches, 6 Ravager, also diesmal sind Forcefields nicht so verheerend. Plus zwei kommt auch für den Zerg, aber trotzdem, da kommen noch ein paar Changeling mit rein. Und jetzt geht's rauf tatsächlich hoch, die Rampe für den Protoss, aber der merkt, okay, vielleicht das ist das nicht so geil. Und ja, Zealots ohne Charge ist vor allem das große Problem, wie man es jetzt hier sieht. Die Zealots kommen halt kaum vorwärts, werden easy gekited, easy gesniped. Die Warprison, die Forcefields arbeiten da eher gegen die Protoss-Army als für die Protoss-Army. Joseph Pike kümmert sich um den Rest und
Ja, jetzt ist es 180 Supply zu 100. Dieses Mal, glaube ich, läuft Lambo da einfach drüber. Morph gerade 17 Waninge. Waning Speed ist auch mit unterwegs. Die Protoss-Armee geht nochmal auf den Highground. Die Rogers müssen ein bisschen vorsichtig sein. Fossil Energie ist nicht mehr viel da. Trotzdem nächsten Fossils kommen. Die Waninge wollen doch eigentlich nur an den weichen Protoss-Kern. An die Sentries wollen hier weiter ran. Man sieht hier, die Waninge warteln, versuchen da unbedingt ranzukommen. Fossils hat nochmal nachgesetzt. Jetzt ist die Energie so ziemlich alle. Protoss-Supplies landen nochmal auf den eigenen Overlords. Und wir haben hier die Baninge kommen jetzt hier ran, die Protoss-Armee wird überrannt, 80 Supply 250, Lambo crasht nochmal durch, er hat ein paar Workloads verloren, aber er kann die gesamte Protoss-Armee hier recht problemlos aufräumen und da hat Lobo einfach nicht genügend. Das war auch ein bisschen verhunzt, wie gesagt, Charge hat ihm sehr viel geholfen. Weil die Silletzen wirklich stellenweise einfach nur dagegen rumgelaufen, wo von den Roaches totgekotzt und Effizienz 0. Silletz stirbt ohne irgendwas zu erreichen und ja, das war für Lobo jetzt einfach nicht so. Vor allem auch das Plus 2. Er hat dann angegriffen, sein Plus 2 aber noch lange nicht fertig. Sein Darkschwein kam irgendwie ein bisschen spät, finde ich. Auch wenn er das mit den 2 Warpisons spielt, aber finde ich trotzdem, er könnte den Darkschwein früher bauen, um dann früher mit den DTs loszulegen, früher mit den Akkons loszulegen. Also das ist nicht das optimale Game. Aber er hat Lambo eine Map abgenommen, das muss man ihm lassen. Ich glaube, das hat aber ihr Lambo selber ein bisschen aus der Hand gegeben. Trotzdem, BVZ mit ein bisschen was anderem. Wie gesagt, das bin ich dies. Wie das Lobo hier gespielt hat, war ich bisher nicht gewohnt. Das war für mich auch ein bisschen komisch. Habe ich so nicht wirklich in Erinnerung. Und ja, wir haben noch mehr Spieler aus vielen lustigen Ländern. Gerade in der Gruppe B sind ja viele verschiedene Nationen vertreten. Und auch in den anderen Gruppen. Also da kommt vielleicht noch anderes Interessantes auf uns zu. Vielleicht nicht absolut Top-High-End-Level-Gameplay, aber dafür interessante Strategien, interessante Pläne. Und das war Replicast 917. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.